Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Folge Nummer 36? Ich glaube, es müsste 36 sein. Von den Grarians Ghosts 2. Yay. Ja, wir hatten ja letzte Folge hierhin angefangen, mal ein wenig unsere Redstone Furnace zu upgraden und besser zu machen, schneller zu machen und schöner zu machen. Sowie halt hier eine verbesserte Automatisierung. Folgendes, wir werden es später wahrscheinlich folgendermaßen machen. Dass wir hier noch ein zweites Interface dran klatschen werden. Das wird wahrscheinlich der Fall irgendwann werden. Und ich überlege gerade, ob ich das... Ich lasse mir gleich mal einfallen. Egal, ja. Ich habe hier unten schon mal so ein Smart Cable angelegt, damit wir dann die Interface draufpacken können. Ich kann schon mal eins hinpacken. Also hier will ich nochmal freilassen, sollten wir noch mehr Redstone Furnace später brauchen. Ich würde sagen, lassen wir einen frei. Dann kommt hier nochmal das und da das. Das heißt, hier kommt das Interface. So. Okay. Ich mache Musik an. Das war Fail. Na komm. Geh kaputt, Dankeschön. So, und zwar heute erstmal als alles möchte ich gerne Pulverizer machen. Elektrum. Und Infar. So, okay. Drei Pulverizer habe ich schon. Den vierten hole ich jetzt von oben, damit wir praktisch jetzt das hier oben beenden. Das Autocrafting. Hier ist ja alles egal. Und weg damit. Okay, Autocrafting ist hiermit beendet von Pulverizer erstmal. Aber ja, auch nicht für lange. So, folgendes. Achso, geht nicht so. Gut, dann machen wir vier Pulverizer. Damit wir schon mal ein wenig anfangen können. Und dann müssen wir die wieder so rumstellen. Und hier schwupp. Beziehungsweise das Redstone, den kann noch raus. So, okay. Und dann brauchen wir oben Import, hinten Output. Oben Import und hinten Output. Meine Nase juckt. Ich muss kurz niesen, klemmen. So, in der Hoffnung, dass es jetzt wieder geht. Ah, wieder pünktlich zur Aufnahme. Den ganzen Tag geht's gut. Hm. Ah. Na. Ah. So. Okay. Ich hoffe mal, es geht jetzt. Okay, dann. Nein. Oder es geht nicht. Ich mache einfach mal kurz einen Cut. Ich klemme. Okay, ich hoffe mal, es geht wieder. Jetzt juckt das Auge. Egal. So, ich will die Pulverizer fertig machen. Wir brauchen. Was war hier? Impulse. Vielleicht gar nicht schlechte Idee. Machen wir auch nochmal Impulse da unten hin. Moment. Item Duct. Ich brauche noch mehr davon. Bitte. Danke. Das geht dann da lang. Und dann brauchen wir hier irgendwie den Strom. Damit wir dann hier so lang können. Habe ich noch einen Resonance? Ja. Ich könnte ja mal... Warte, wir machen das gleich mal so. Bringen dem Esetier das gleich mal bei. Wir haben ja genügend Autocrafting-Felder frei. Da ist es ja alles kein Problem. Chest. Hier mal Autocrafting. Moment. Den da brauchen wir. So. Dann können wir nämlich die Servos einfach bestellen. Können wir jetzt einfach hier sagen, okay. Ja. Das sollte ich vielleicht auch mit den anderen Servos machen. Damit wir dann jetzt... Wir haben ja den Platz, das heißt, wir können ja alles bestellen. Impuls. Schwupp. Okay. Was haben wir hier? Ein Impuls hat man da. Machen wir hier... So. Dann hier das Servo dran. Mit Round Robin. Wie wir das letzte Mal ja schon hatten. Okay, dann brauchen wir noch Strom. Hier. Boah, ich mach. Weiß jetzt nicht, was am günstigsten wäre mit Strom, wenn ich jetzt einfach hier so runtergehe. Ich habe keine Ahnung. Ich wieder
so und dann dran. Ich mache das einfach mal so. Auch wenn es jetzt vielleicht Kabelverschwendung ist, aber... Ich finde, es sieht einfach strukturierter aus. Und einfach nur... Kann man dann hier so schön die Fackeln in die Mitte machen. Und dann ist alles supi. Und dann sieht das alles schön gleichmäßig abgetrennt aus. So. Okay, dann Interface. Bringen wir immer wieder die ganzen Dinger bei. Okay. Show Height und Interface. Ja, das ist richtig. Und wie gesagt, wir können halt dann hier an die Seiten von der Kiste können wir ja dann immer nochmal mehr Interface packen. Können dann bis zu 3 theoretisch ranpacken. Ist ja kein Problem. Okay, das dürften dann die Polarizer ja hoffentlich sein. Achso, genau, ich habe noch Augments gemacht. Und zwar einmal Secondary Reception Coil, wo man beide reinpackt, und Secondary Sieve Output. Das heißt, wir haben 11%, dass wir das zweite rausbekommen. Sollte da überhaupt irgendwas zweites mal rauskommen. Aber wenn, wir sind vorbereitet. So, das Zeug frisst jetzt. Sage und schreibe 120 und das 40. Okay, ja, das ist ein bisschen was. Okay. Aber wir haben jetzt schon mal die ganzen Polarize-Dinger automatisieren. Wie gesagt, wenn die Interface überquellen, patschen wir hier einfach ein neues dran. Das ist ja egal. So, und jetzt kommt mit das Schwierigste. Wie automatisieren wir die Induction Smelter? Ich sag's mal so, wir packen ja eigentlich immer die exakte Menge rein, ne? Das heißt, wir packen ein Rezept rein. Das war sehr schlau. Ja, wir packen natürlich ein Rezept rein, aber wir haben immer die richtige Anzahl an Items. Das heißt, wir haben nichts über, es kommt nichts zusätzlich raus, das ist ja immer der Fall. Und wir haben immer beide Slots beim Induction Smelter. Das bedeutet, wir können ja hier auch einen locken, aber warum auch immer wir das tun sollen. Da bin ich jetzt am Überlegen, das könnten wir nutzen, um... Also wir müssten es dann halt ohne Round Robin machen. Dass wir das dann alles so verteilen. Mal schauen, ne? Ich mache jetzt erstmal nochmal 2. Wobei erstmal reichen eigentlich 2. Kommen wir lassen nochmal 2. Und gucken erstmal, was wir automatisiert kriegen. Okay. Mal alles raus hier. Alles klar. Alles Roger, Income. Das ist egal. So, hier oben die sind weg. Das heißt, hier unten die Interface sind auch erstmal egal. Nehmen wir mal ein paar mit. So. Dann müssen wir jetzt hier nochmal das gleiche machen. Das waren jetzt 2 Abstand. 1, 2. Und dann... Moment. 1, 2, 3 und Interface. 1, 2, 3 und Interface. So. Das müsste doch... Sieht relativ gleich aus. Jo. Jo. Und dann... Impuls. Hier, hier, hier. Bereiten einfach schon mal vor. Und ich lasse die jetzt auch mal... Wir können die ja eigentlich schon mal... Komm, wir upgraden die wenigstens schon mal. Dass es wenigstens schon mal Harden sind. So. So, ich meine, wir haben ja das Zeug. Das ist ja nicht das Problem. So. Dann haben wir die wenigstens schon mal als Harden Machine. Ich möchte gerne das da. Danke. Ich meine, man könnte es natürlich noch überkompliziert machen, was allerdings nicht unbedingt möglich ist, weil wir können die Rezepte nicht richtig trennen, aber ich sage dann gleich was dazu. Wobei mir gerade wieder ein Problem einfällt. Was, wenn wir beispielsweise, was haben wir hier für Rezepte? Stahl. Braucht 2 Pulverized Coal und 1 Eisen. Was, wenn wir jetzt einen Stack davon bestellen? Da würde ein Stack Pulverized Coal hier drin landen und ein Stack hier drin. Obwohl wir praktisch beide Stacks für das eine bräuchten. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Ja, also ich glaube, den Induction Smelter muss man dann halt mit separaten Interface machen. Ich glaube, das nützt nichts.
Da müssen wir halt in jeder Dinge Interface und dann. Huch! Hoppala! Das wollte ich nicht. Packen wir dann Speed Upgrade rein. Es ist vielleicht. Ich weiß nicht. Es ist halt blöd mit diesem Aufteilen, weil es unterschiedliche Mengen ist. Ich meine, bei manchen mag es gehen, bei Invar, Electrum und so weiter. Aber wie gesagt, bei Enderium beispielsweise, ein Pyrosium und zwei Enderium. Oder hier zwei Raw Rubber und ein Sulfur. Wenn wir da mal mehr bestellen, oder allein schon ein Stack reicht ja aus. Würden wir ja schon hier rauskommen. Das hier eh. Zwei harten Glas, wenn wir da ein Stack bestellen wollen. Ui. Da läuft das Obsidian Amok. Gut, dann. Dann halt nicht. Dann machen wir es so. Dann tut es mir leid, aber dann kann ich das auch nicht. Wir behalten trotzdem mal das so ein bisschen bei, würde ich sagen. Ne? Müssen wir hier mal wenigstens ein Käbelchen langlegen. Sag mal. Hast du? Sag mal, willst du mich? Was ist das Update? Das Backup oder was hat das gerade so zum Längen gebracht? Das war nicht schön. Egal. So, jetzt verteilen wir wieder ein bisschen. Das heißt, hier haben wir beispielsweise das drin und das Rubber. Und hier haben wir die ganzen Metalle. Okay. Wie gesagt, gefällt mir nicht ganz so gut, aber egal. Dann ist das hier der Input. Und machen wir oben den Output. So. So. Und. Nein, so. Dann nehme ich mal die Fluctuating hier. Und Impuls da. Sowie Redstone Conduit einmal hier rum. So. Da ist das halt nicht ganz so schön automatisiert, aber es reicht hoffentlich fürs Erste. Wir können ja nochmal so Speed Upgrades reinpacken. Sind ja E-Harn-Maschinen. Von daher. Augment. Sind ja keine Upgrades, sind ja Augments. Zwei davon. Ich meine, Mensch. Ich muss mal ganz kurz gucken, wegen Rezepten. Ohne Moment, Buffer. Wir haben hier Chance auf einen. Ja, okay. Das ist Slack, das ist schön und gut. Ne, da habe ich lieber vielleicht dann einen, der. Ich will ja hier keinen sekundären Output produzieren. Ich will ja nur den Main-Output kriegen. Von daher ist egal. So. Das war dämlich. So. Nur weil ich die beiden tauschen will. Also beziehungsweise das eine rausnehmen will, weil es sinnlos ist. Nun gut. Ja, Output, genau. So. Dann das hier. So wie das da. Brauche jetzt auch mehr, ne? 120 F pro Tick. Langsam häuft sich's. Wie viel produzieren wir hier? Wie viel waren es? 120 pro. Das heißt, wir haben hier 960 und da 960. Macht insgesamt 1000 Öl. Ja, es wird schon reichen, das Zeug zu betreiben. Hoffe ich einfach mal. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch einen Sawmill oben, aber mehr Maschinen sind es eigentlich gar nicht, die wir jetzt erstmal brauchen. Ich kann mal gucken. Das war falsch geschrieben. Thermal Expansion. Ich glaube nicht, ne? Ist das? Irgendwann sicher. Weil das Ding ist im Endeffekt dazu da, dass wir Pflanzen wachsen lassen können mit Strom. Wir brauchen die nicht mehr anpflanzen. Wir packen ja einfach nur rein mit Strom und alles ist gut. Ich meine, ich finde es schon schlimm, aber. Ja, gut. Es geht hier nicht um mich. Es geht ja um alles andere.
Igneous Extruder. Apropos Igneous Extruder, ich hab doch nochmal, warte mal. Hatte ich nicht irgendwie den einen Machine Frame gemacht? Ich konnte es aber alles upgraden, also ist hier nicht. Oh, bitte sag nicht. Fuck! 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 wir haben den Energetic Infusor mit dem Resonant Ding. Ich könnte kotzen. Okay. Nützt nix. Nützt nix, nützt nix, nützt nix. Ach Mann. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Also wir brauchen einen Signalumgeher. Und wir brauchen einen Enderiumgeher. So ein Scheiß einfach nur. Okay. Ja, dann. Ich wollte nämlich eigentlich nochmal einen Igneous Extruder, keinen Harden, sondern wirklich einen Resonant machen. Das kann nicht, warte mal, habe ich nicht irgendwo hatte ich doch, glaube ich, einen Resonant schon stehen, ne? Ich glaube, ich hatte doch, warte. Warte mal. Das Vieh hier drüben, war das ein Resonant? Jo. Okay, wir machen Folgendes. Wir basteln uns jetzt erstmal nochmal 2, 3 Aquarius Accumulator, damit wir eine äußerst ordentliche Wasserversorgung haben. Beziehungsweise Wasser brauchen wir gar nicht für Cobblestone, was ich machen will. Schwachsinn. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Brauchen nur Igneous Extruder. So. Machine Frame macht er gerade. Dann können wir in der Zwischenzeit schon mal. Denk nach, ein Compacting Draw brauchen wir nochmal. Beziehungsweise mehrere. Was brauchen wir noch? Clean Stone. Ist das? Wir machen das jetzt einfach mal so. Auch wenn ich oben Clean Stone habe, ist mir jetzt egal. Ja, wir müssen mal ganz kurz durch. Ach, das heißt hier nur Stone. Da. Nein. So. Okay. Lalalalala. Und schwupp. Okay. Dann können wir jetzt ja theoretisch Stone. Hier gleich mal 100. Go. Mach mal. In der Zwischenzeit können wir jetzt Igneous Extruder. Können wir machen? Wir können machen Igneous Extruder. Okay, dann upgraden wir mal. Immer. Elektrum. Deer. So, was war das nächste? War das mit Signalum? Machine Frame. Ja, es war Signalum und Hardenglas. Nochmal 10. Will nicht, jetzt will er. Manchmal dauert das mit den Crafting-CPUs eher, die er kennt. Okay, während das wieder craftet, weil wir ja nicht abwarten können, habe ich wieder vergessen, was wir machen wollten. Ich bin so dämlich manchmal. Na gut. Jetzt ist Hardenglas auch fertig. So. Signalum. Schabub. Und dann war es, glaube ich, Silber. Wenn ich mich recht entsinne. Plus Elektrum. Enderium. Gear. Huch. Ja, genau. Resonant. Okay, dann. Igneus. Igne. Warte, wie hießen die der? Oh.
So mal einfach da auch. Moment. Wir brauchen einmal das Ding. Wir brauchen mehr Bronze. Ja, wir brauchen mehr Bronze. Would it go? Ich meine, dürfte ja auf dank Autocrafting relativ schnell gehen mittlerweile. Okay. Dann brauchen wir noch so ein Ding. Das war falsch. Wir brauchen natürlich ein Servo. So. Okay, das brauchen wir einmal. Dann brauchen wir einmal das da. Dafür brauchen wir noch ein Servo. Frage, brauchen wir dafür auch? Ja. Dann machen wir gleich zwei Servos. Dann einmal das Ding. Und einmal das Ding. Okay. Nase jucken, Nase jucken, Nase jucken. So. Und dann brauchen wir jetzt Compacting Draw. Schawupp. Ich weiß nicht, wer sich schon denken kann, was ich vorhabe. Es wird super. Das Ding braucht ja keinen Strom. Das heißt, wir können das überall hinklatschen. Nur wo? Ich habe keine Ahnung. Wollen wir es ansonsten einfach hier oben erstmal hinklatschen? Ist ja egal. Wir haben ja hier eh alles auseinandergenommen. Dann kann ich das alles wegmachen. So halb, das muss da bleiben. So, Igneos Extruder. Output möchte ich gerne nach da haben. Geht das? Weiß nicht, ob das geht. Ich bin gespannt. Wartet. Wir brauchen mal Cobblestone. Cobblestone? Denn. Oh, welch ein Wunder. Wir können aus Cobblestone, Double Compressed und Compressed Cobblestone, also hier Compressed und Double Compressed. Kriegen wir automatisch. Es verbraucht keine Server-Ticks oder so, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also. Perfekt, im Endeffekt. Das Perfekte, was man machen kann. Aber ich würde nochmal gerne das Ding um einen verschieben. Damit wir es dann gleich schön basteln können. Und zwar so, so und ich brauche nochmal einen. Verdammt. Moment. Compacting Draw. Brauche noch irgendeinen Draw. Width. So. Okay. Und schwupp. Ich hoffe, drei reichen. Wenn wir noch einen vierten brauchen, müssen wir es dann nochmal einen nach oben schicken oder also setzen. Mal gucken. So, das ist Input. Ich mache mal kurz den Shader aus, es wappelt mir hier zu sehr. Brauchen wir nochmal Impuls. Vier Stück. Sowie Servo. Ich nehme mal die Hand. Ja, wird besser sein. So, und dann brauchen wir einen. Also wir haben nur einen Cobblestone im Moment drin, ne? Weil wir die Kompress rausgenommen. Mensch. Also wir können ja auch. Okay, wartet, Planänderung. Ich bin wieder ein bisschen durch den Wind, es tut mir leid. Und ich weiß nicht, wie lange ich gerade aufnehme. Mensch. Un momento, ich muss kurz suchen. Ihr kennt das Prozedere. Es tut mir sehr leid. Es tut mir wirklich leid. Und ich nehme Achtung, meine Güte. Wir sind ja schon fast am Ende. So. Dann aber hurtig, hurtig. Jo, kommst du mal mit? Und dann machen wir jetzt ganz die Kommission. Wunderbar. So. Das Ding brauchen wir nicht. So, wir brauchen nur das hier. Ach, scheißegal, ist das jetzt drin. So. So. Ne, so. Okay, das heißt, wir kriegen jetzt einen Stack Cobblestone pro Durchgang. Das funktioniert sehr gut. Dann kommt hier. Nicht fluctuating. Impuls. Wir können ja schon mal. Mensch, ich brauche einen Locker. Locker. Alter, Locker Key Ding da. So. Hier kommt das Ding rein. Egal. Ich hoffe, das funktioniert so.
Ich möchte gerne hier den da rausnehmen als Whitelist. Okay, geht das? Ja, es geht. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Okay. Dann mal bitte noch mehr Impuls. So. Servo habe ich noch. Kann ich jetzt hier schon einen? Nee, noch nicht. Können wir hier vielleicht einfach mal nochmal. Moment. Es müsste ja theoretisch. Die da müssten ja theoretisch auch gehen. Einfach im Logischen. Wird schneller? Nee. Machine Processing Speed. Ja, das ist nur Igneous Extruder, aber da müsste auch anderes reingehen, oder? So bescheuert. Also, okay. Ich werde wahrscheinlich nochmal einen weiteren Igneous Extruder hier hinstellen. Einen weiteren Resonant. In der Hoffnung, dass wir dann hier irgendwann mal fertig werden. Denn wir haben dann hier Quadruple. Cobblestone. Wo sind wir? Wir sind bei Quadruple. Dann kommt Quintuple. Sextuple, Septuple. Eins fehlt noch. Octuple haben wir dann nicht. Aber ich sag mal so, die letzten 8 Septuple können wir dann selber zusammen craften. Denn Bedrock hier. Können wir machen, indem wir ein Octuple Compressed Cobblestone schmelzen. Oder indem wir 4 Triple, 4 Quadruple und ein Diamond Block, dann kriegen wir allerdings nur ein Bedrockium und 9 Diamanten für ein Bedrockium. Nee, dann lieber habe ich 10 Milliarden Tonnen Cobblestone da reingesteckt. Ich einfach ein Prinzip. Jo. Das Ding können wir mal hier folgendermaßen. Nehmen das mal mit. Weil ich das jetzt gerne mal besser machen würde. Und schöner machen würde noch. Schwupp. So. Dann brauchen wir wieder 2 Eimerchen. Ein Eimer davon, ein Eimer davon. Und schawupp, und schawupp. Okay. Dann futter ich mal kurz was. Damit wir hier so nicht krepieren. Wie sieht's aus? Irgendwie mir immer noch zu langsam. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich dann wirklich irgendwie was hinsetzen. 3, 4 von den Dingern haben. Ich meine, wir könnten natürlich. Jetzt kommt mir gerade eine Idee. Wir könnten natürlich das auch so machen. 3 bis unendlich Igneous Extruder und darüber jeweils ein Compacting Draw. Wir outputten nach oben. Nehmen dann gleich das Double Compressed aus den ganzen oberen raus. Das heißt, wir haben praktisch die gesamte Linie nochmal Double Compressed. Und das packen wir also in einen Compacted Draw. Da müssen wir praktisch nicht alles hier reinleiten, sondern wir haben dann gleich. Ich meine, es ist im Endeffekt egal, glaube ich. So, und dann sind wir hier bei 6 Tube. Stimmt, wir haben ja immer zweimal. Ah, wir brauchen nochmal einen mehr. Also es ist doch exakt einer mehr, den wir doch noch brauchen. Moment. Dann brauche ich nochmal ein Compact and Draw. Das mache ich noch ganz schnell. Auch wenn die Folge schon zu Ende ist, ich weiß. Moment. Moment, 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 Moment. Kann ich dir eigentlich? Nein. Das kann ich vielleicht nach unten setzen oder so, aber das ist nicht der Fall. Ich möchte es jetzt nicht hässlich machen. Wird auch wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Beziehungsweise ich baue es jetzt alles nochmal ab und ich werde das jetzt so bauen, wie ich es beschlossen habe und dann ja, beende ich das jetzt erstmal. Das Grundprinzip ist, denke ich mal, so halb verstanden. Was ich jetzt vorhabe, das Ding kann ich außen wegmachen. Brauche ich auch nicht mehr. So. Der Tesseract von dem Opfer. Da können wir vielleicht nochmal ein Interface wenigstens da lassen. Das kann man alles weg hier.
Ganz Mist. Okay, ja, aber ich halte mich hier schon wieder viel zu lange auf. Das will ich gar nicht. Ich bin einfach fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer. Ja, klar. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Noch einen schönen Abend. Tag. Was auch immer. Innen. Ich will nicht so nah das Mikrofon ran. Ich habe da eine Socke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.